Ja, moin und willkommen in Zinshöhle. Das ist die Formicia Fossa Güne. Ich verschaffe euch gleich so einen Größenvergleich zu ihr und zu den anderen Gönen, indem ich was, ja, ich lege halt eine Lasis Nigra Königin und eine Tetramon und Caspidium Kolonie, also mit, wo man die Königin gerade gut sieht, daneben und dann könnt ihr euch einen Überblick verschaffen oder ich mache was ein bisschen anders. Ja, ich mache was ein bisschen anders. Na gut, hier seht ihr sie. Sie ist sehr groß, also wenn ich jetzt. Nee, meinen Down hatte ich da nicht, weil der sieht jetzt nicht aus. Gut, nehmen wir dann so einen Wattebausch. Hier, Wattebausch. Wattebausch ist immer gut. Und die ist halt einfach so groß wie so ein. Ja, genau so groß ungefähr wie der Wattebausch und sogar einen Ticken größer, wenn ich mich nicht höre. Und sie hat jetzt 6 Eier gelegt, aus denen sie 6 Larven entwickelt haben und jetzt mittlerweile 6 Puppen, die schon seit 2 Wochen da sind, aber bei den größeren Arten dauert halt die Entwicklung der Puppen 4, einen Monat oder noch länger, glaube ich. Bei der Formicia Fossa bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber naja, das wird halt lange dauern. Jetzt wegen den hektischen Bewegungen, nein, sie ist nicht vollkommen unter Stress. Das müsstet ihr euch mal bei der Ameisenwiki auch noch durchlesen. Die Formicia Fossa sind bekannt für ihre mega hektischen Bewegung, was mich am Anfang auch gewundert hat. Ich dachte, die Ameise hat irgendwie zu viel Koks und Ecstasy auf einmal genommen und ist dann durchgedreht, aber nein, da habe ich mir durchgelesen, ist komplett normal bei denen. Naja, ich freue mich schon auf ihre Arbeiterinnen, denn die sind auch um einiges größer als Lasis Nigra Arbeiterinnen. Naja, und jetzt springe ich mal und natürlich Tetramon und Caspidium Arbeiterinnen, aber die sind ja fast gleich groß hier. Güne. Na gut, bei den Tetramoren kann ich euch die Güne jetzt nicht zeigen. Aber bei der Lasis Nigra, hier, zack, Fokus. Und dann hier der Wattebausch daneben, sie ist deutlich kleiner als der Wattebausch, um die Hälfte nur. Und naja, das ist auch der Unterschied zu der hier. Die ist halt größer. Und ja, allgemein, die Arbeiten und so weiter. Ja, das zeige ich dann später irgendwann mal anders. Und da hinten im Bild sieht man die nächste Art, die im nächsten Video kommt.